So, wir kommen zurück. Jo. Ziemlich warm. Jo, heute ist wieder Unboxing mit mir. Alter. So, ich werde die Schachtel wieder runter tun. Schon mal nicht raus. So. Fangen wir mal an heute mit Nummer 1, die Box 3 von Dragon Ball Z. Die Box 3 ab 12 Jahren, Movie 9 bis 12. Da haben wir oben Super Saiyajin Son Gohan, Broly's Rückkehrangriff, der Bio-Kämpfer, die Fusion und Drachenfaust ist noch oben. Auf die Filme, das sieht man, schaut richtig geil aus. Jo. Die super Bilder, jetzt möchte ich jetzt nicht alles mit CDs rein, an ein Buch ist keins dabei. Jo. Dann haben wir hier Dragon Ball Z und Dragon Ball GT TV Specials. Und ja, hier sind oben Son Gokus Vater, die Geschichte von Trunks und Son Goku Junior. Und ja. Geil. Casio. Zack. Richtig geil. Oder so, aber ich werde mal schauen. Jetzt öffnen wir ja sinnlos. Hier haben wir Rache für Freezer. Das ist die Box 2. Coolers Rückkehrangriff der Cybox. Der legendäre Super Saiyajin. Und ja, werde ich auch nochmal aufmachen extra. Ja. Das sind Bilder. Und ja, CD ist noch kein Buch oder so, ist jetzt nicht drinnen oder irgendwas Karten mäßig oder so, außer bei einer. Ich will mal schauen, die zwei, das sind die Filme nochmal und dann kommen die Serien. Hier haben wir Dragon Ball Z, die Box 1, Movie 1 bis 4, die Todestonne des Scarlet Juniors, der stärkste auf Erden, die Entscheidungsschlacht und Super Saiyajin Son Goku. Das war damals die ersten Filme von Dragon Ball Z. Richtig geil. Richtig geile DVDs hier drinnen. So, für die DVDs mache ich dann extra noch Unboxing. Das ist jetzt nur mal die Dragon Ball Z Sachen, die Filme halt nur. Weil für die Serien mache ich extra. Ja, hier. So, ne. Und hier drauf ist auch noch. Hier ist oben die Legende von Shenlong, das Schloss der Dämonen, Son Gokus erstes Turnier. Und der Weg zur Macht ist ja natürlich nicht auf Deutsch, jetzt glaube ich, nur von der Schrift her, glaube ich. Von Untertitel, ansonsten ist Japanisch oder irgendwas oder Englisch, keine Ahnung. Und ja, CD ist natürlich zwei sind oben, über zwei Filme. Dann gibt es hier so schöne Karten, Postkarten, was dabei sind. Fangen wir an mit dem ersten. Richtig schön, ne? So, das finde ich auch nicht schlecht. Dann haben wir das da. Und das da. So, ja. Also, es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe Dragon Ball die Serie. Ich habe ja auch Dragon Ball Z die ganze Serie. Dragon Ball Kai die ganze Serie. Und Dragon Ball GT. Und jetzt habe ich auch die ganzen Filme von Dragon Ball bis GT einmal und ja, super habe ich zwar noch nicht, aber ist ja wurscht. So, wir sehen uns dann beim nächsten Unboxing. Jo, das war's einmal fürs Erste. Jo, bis gleich dann.